Ujjayi-Shakasana, die Stellung mit erhobenem Kopf. Ujjayi-Shaka ist einer, der seinen Kopf hebt, geht wie folgt. Setze dich hin und bringe einen Fuß unter die Achselhöhle, beuge das andere Knie und den Fuß auf den Boden. Dabei kannst du die Hände vom Brustkorb zusammengeben. Das ist Ujjayi-Shakasana, die Stellung mit erhobenem Kopf bzw. auch mit freiem Kopf. Freier Kopf bezieht sich hier insbesondere auf die Nasendurchgänge. Du könntest auch probieren, mit einem Fuß unter einer Achselhöhle und das andere Knie unter die andere Achselhöhle zu geben. Und so hast du beide Achselhöhlen stimuliert, denn der obere Punkt in der Achselhöhle ist jeweils ein Nasenlochpunkt. Und wenn du auf diese Weise die Nasenlochpunkte stimulierst, werden die Nasendurchgänge frei und dann hast du einen freien und erhobenen Kopf. Übe erst eine Seite, dann die andere. Und schreibe dann in die Kommentare, welche Wirkung Ujjayi-Shakasana für dich hat.